Leute draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pack War. Und heute haben wir Champions League Match Attacks. Gestern habe ich ja bereits 5 Päckchen von denen geöffnet. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch nach diesem Video hier oben links oder rechts das Video ansehen, das Pack Opening. Und wir haben wirklich richtig krasse Sachen bekommen. Und heute haben wir hier 6 Päckchen. Das heißt, jeder 3 Päckchen mit jeweils 9 Karten drin. Und ja, was die Bestrafung? Ganz genau. Als Bestrafung nehmen wir diese Woche, wir werden einen Teller nehmen, darauf dann Schlagsahne machen und dann wird der Gewinner den Verlierer so ins Gesicht machen. Sieht auf jeden Fall richtig ekelhaft. Sieht richtig kleben dann im Gesicht. Also Schlagsahne ins Gesicht. Ich glaube, es wird keiner abbekommen hier, richtig? Ja, das ist die Bestrafung. Eure Bestrafungsideen weiter in die Kommentare und jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, und dann beginne ich gleich mit meinem ersten Pack. So sehen die von vorne aus, von hinten so. Und was gibt's alles in der Collection? 54 Karten, falls ihr es noch nicht wisst. 11 Club in 100 gibt's. Die sind in jedem 10. Päckchen. Das heißt, wenn wir jetzt 6 öffnen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Club in 100 drin ist, ist nicht mal so gering. Oder auch vielleicht Hattrick Hero oder Man of the Matches sind, glaube ich, auch relativ oft. Also Match, wenn dann in jedem 3. Päckchen, da sollte ich dann einen bekommen. Und ja, als erstes ist hier so ein Code für ja, Pro 11 oder Online-Spiel. Und dann beginnen wir mit Krikoviak, Neuzugang von Paris Saint-Germain, hier im Auswärtstrikot. Dann haben wir Fransson von Basel. Dann haben wir hier Arangis von Leverkusen. Dann als nächstes César von Sporting Lissabon, dann vom FC Barcelona Mathieu, und bei den Barcelona-Karten ist uns bereits aufgefallen, dass bei allen anderen Karten ist hier oben so ein Tops-Logo und bei Barca-Karten fehlt das, warum auch immer. Dann haben wir das nächste, Marco Reus mit 83, naja, 83. Dann haben wir Sengin, der Torhüter von Besiktas. Dann haben wir hier ein Duo, und zwar sind das Xhaka und Sufi vom FC Basel. Natürlich Toulon Xhaka und nicht Granit Xhaka. Und dann haben wir das Logo von PSV Eindhoven. Das sieht richtig krank aus, aber bringt mir relativ wenig bzw. gar nichts fürs Spiel. Dann machen wir weiter und ich kann nur von hinten hier Team Boost Card, das heißt, das ist wieder ein Logo drin und das regt mich gerade richtig auf. Aber auf jeden Fall fangen wir an mit Alaba, richtig nice, 88 Verteidigung. Dann haben wir hier Wacklick, ja, auch vom FC Basel. Dann haben wir Dani da Costa von Bayer Leverkusen, also nicht unbedingt die besten Spieler. Dann Jefferson von Sporting Lissabon, dann haben wir Digne vom FC Barcelona, Albiol von Napoli, Kurz von Brügge, dann haben wir hier Jonas als Goal King, richtig, richtig nice, aber mit 71 auch nicht unbedingt gut, und dann haben wir Juventus Turin Logo-Karte, und dann komme ich schon zu meinem letzten Päckchen und ich hoffe nur, da ist irgendwas anderes drin als ein Logo, bitte. Und es sieht gut aus, sage ich mal. Also zumindest ist keine Team-Boost-Karte von hinten drauf. Dann haben wir als erstes Jerome Boateng, 87, auch starke Verteidiger. Dann haben wir Rybalka von Dynamo Kiew. Dann haben wir Salvio von Benfica Lissabon, dann haben wir Kimbembe, der junge Innenverteidiger ist es, glaube ich, von PSG, dann haben wir Lemina von Juve, Eriksen von Tottenham, aber auch der hat nur 75, also die Werte, die sind nicht ganz so stark. Dann haben wir Alan. Dann die erste Special-Karte ist Aubameyang von Borussia Dortmund als Goal King. Richtig nice. 85 Angriff. Und als letztes haben wir, was ist das? Ein Hattrick Hero Cristiano Ronaldo. 90 Angriff Cristiano Ronaldo als Hattrick Hero. Eine in jedem
20. Päckchen. Das ist eigentlich richtig nice, dass wir so eine bekommen haben. Und davon gibt es vier verschiedene Stück. Vier verschiedene, also. Und vom Design her sind die ähnlich wie die Man of the Matches, jetzt auf den ersten Blick. Ja, wie gesagt, schaut euch das Video von gestern an. Oder beziehungsweise. Vielleicht zieht Steffen ja noch ein. Und ja, das waren meine Packs. Also die letzten beiden Karten mit Aubameyang und Ronaldo waren dann doch nochmal gut. Einige gute Verteidiger mit Alaba und Boateng. Aber sonst hätte es besser sein können. Aber ja, das waren meine Packs. Jetzt seht ihr noch Steffens. Und ja, wir sehen uns am Sonntag wieder. Und jetzt viel Spaß bei Steffens Packs. So Leute, dann beginne ich jetzt mit meinen drei Packs von den UEFA Champions League Match Attacks Karten. So, dann kommt dieser Code weg. Ja. Das erste haben wir Wissam Ben Yedda von Sevilla. Dann von Dynamo Kiew. Ein Spieler. Dann haben wir Sergio Busquets, richtig stark. 88 Abwehr von FC Barcelona. Dann Kyle Walker von Tottenham Hotspur. Koulibaly von Neapel. De Bock von Club Brügge. Dann haben wir Mittelfeld-Duo Pizzi und Guedes von Benfica Lissabon. Richtig nice Karte. Dann haben wir das Logo von Dynamo Kiew. Und als letztes haben wir. Oh mein Gott! Club 100, Kevin De Bruyne. Ich rede jetzt nicht so laut, damit Jan das nicht hört. Club 100, Kevin De Bruyne. Oh mein Gott, richtig nice von Manchester City. Richtig nice Karte, Kevin De Bruyne. Oh mein Gott, richtig nice. Richtig starke Karte auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum zweiten Pack. Wenn wir den Code wieder beiseite legen. Hier haben wir Caballero von Manchester City, den Torhüter. Darder von Olympique Lyon. Pizzi von Benfica Lissabon. Hugo Lloris von Tottenham Hotspur. Aaron Ramsey von FC Arsenal. Oh, wie heißt der? Özyacoub von Beşiktaş Istanbul. Dann, oh, richtig starke Karte. Mittelfeld-Duo vom FC Bayern München. Thiago Alcantara und Arturo Vidal mit 81 Abwehr und 82 Angriff. Dann, das Logo von Real Madrid. Richtig starke Karte hier auf jeden Fall. Und dann, auch richtig nice Karte. Man of the Match. Dele Alli von Tottenham mit 87 Angriff, richtig stark hier. Dele Alli, richtig starke Karte auch. Und dann kommen wir zum letzten Pack. Nur den Code wieder beiseite. Dann haben wir hier Marco Verratti von Paris Saint-Germain. Makarenko von Dynamo Kiew. Iheanacho von Manchester City, der Stürmer. Dann Lichtsteiner von Juventus Turin. Uloa von Leicester City. Mario Götze von Borussia Dortmund. Rafael Guerrero auch von Borussia Dortmund. Dann Luc de Jong. Gold King Karte von PSV Eindhoven. Und letztes. Gareth Bale! Winners-Karte von Real Madrid. Richtig nice Karte hier nochmal zum Schluss. Hier Real Madrid. Winners-Karte von Gareth Bale. Richtig nice. Hier nochmal die drei krassen Karten zum Schluss, die ich gezogen habe. So. Und das war's dann von diesem Pack War Pack Opening. Das Spiel kommt dann wie immer am Sonntag. Danach natürlich auch dort die Bestrafung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, um nicht das Video am Sonntag zu verpassen oder auch die weiteren Videos danach. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dahin, macht's gut und ciao!